reisen wir mal mit dem Auto. Manuell fahrenmäßig irgendwo hin. Ich wollte sowieso mal gucken, inwieweit das Auto denn jetzt wirklich schneller geworden ist. Weil es hat ja einen Turbolader drin und alles. Ne? Und das wollen wir auch nochmal in Aktion sehen. So ein bisschen. Also ich zumindest. Ich weiß ja nicht, wie das mit euch ist, aber ich wollte das sehen. Ja, von daher, ja, mal gucken. So, und FP-Punkte müssen wir auch noch verteilen. So viel und noch mehr. Wobei, wir müssen gar nicht manuell fahren. Das reicht, wenn wir automatisch fahren zu einem bestimmten Punkt. Wie schnell die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Ja, abartig, oder? Naja, was soll's. Wir können ja erstmal das nächste Refugium aufsuchen oder so. Dann können wir auch mal wieder kochen. Automatisch fahren, Karte. Ja, Refugium ist ja schon gleich da vorne. Dann nehmen wir das. Dann haben wir mal eben schnell mal wieder irgendwas Sinnfreies gemacht. Nein, nicht sinnfrei, aber ne, irgendwas zum Kochen. Komm, wir holen uns einen schnellen Chocobo hier. Kommen wir schneller von A nach B. Los, Kleiner. Der ist sowieso besser als nachts zu reisen. So. Wo ist es denn? Weiter geht's. Hallo, sollst du rüber? Ach ja, Chocobo. Jeder hätte gerne ein Chocobo. Also außer du vielleicht. Danke. Aber sonst jeder. So, aber hinsetzen. Zelten. Lang genug geschafft für einen Tag. Wir zelten also. Mal sehen, wofür die Zutaten heute reichen. Für Tod und Verderben. Mhm. Für Tod und Verderben. So. Stunden später. So, was kochen wir denn Feines? Das sieht gut aus. Da können wir auch relativ viel von kochen. Das nehmen wir. Warum nicht? Ne? Warum eigentlich nicht? Okay, okay. Nom 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 nom. Bisschen wie Reis mit Geschnetzeltes. Yay! Aha, 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 aha. Gutes Timing, Pronto. Wie viele Fotos er in der kurzen Zeit geschossen hat, ne? Wow. Das sieht so schön aus. So. Okay, okay. Einmal bitte wieder erwachen. Aus dem Schönheitsschlaf hier. Was gibt's denn? Aber auch immer so eine Spaßbremse sein muss. Na, wieder zum Frühaufstehen verdonnert worden? Ah? Vielleicht kann ich dir da helfen. Noct, was hältst du davon, wenn wir morgen früh am Strand trainieren? Boah, ist okay. Wenn's denn sein muss. Okay, bei Sonnenaufgang geht's los. Wehe, du verpennst. Na dann. Kann ja nur gut gehen. So. Und dann? Dein Freund hat dich auf einen Streifzug eingeladen. Schließe dich ihm beim Morgengrauen an und erfülle eine spezielle Aufgabe. Du darfst dich nicht zu weit von der Lagerstelle entfernen. Da vorne sieht's ganz gut aus. Hier lang. Wohin denn? Morgenstund hat Sand im Schuh. Das ist gut. Hier wird. Achso. Na, wenn Gladius sagt, ne? Boah, wir machen da was. Dann machen wir da was. Glaube ich. Wo willst du denn hin? Erzähl mir doch davon. Nein? Okay, dann nicht.
nennst du also einen Streifzug, ja? Und? Was trainieren wir jetzt? Wozu eignen sich Strände besser als zum Laufen? Wie? Das ist alles? Warte mal ab, bis du ein paar Runden hinter dir hast. Der weiche Sand wird dir einen Muskelkater verpassen, an den du noch lange zurückdenken wirst. Oh ja, in Sand laufen ist voll ekelhaft. Glaub's mir. Wie wär's mit einem Wettrennen, der Spannung wegen? Wettrennen? Genau, wenn du verlierst, bist du mit sofortiger Wirkung mein allmorgendlicher Trainingspartner. Oh nein. Okay, das ist ein verdammt guter Ansporn zu gewinnen. Da vorne ist unser Ziel. Los, in Startposition. Okay. Auf die Plätze, fertig. Los! Meine Fresse, der ist ganz schön schnell. Aha. So kriegst du mich nie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich finde auch nicht gut, dass er am Anfang jetzt hier erstmal nicht gelaufen ist. Aber er hält ja auch zwischendurch an. Aber ich ja hier auch. Na warte. Krieg die Innenbahn hier. Geh mir aus dem Weg. Geh mir einfach aus dem Weg. Ich laufe, komm. Ja, 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 nein, 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 nein. Oh. Sauber. Der Sieg geht an mich. Schiebung. Aber sowas von. Wenn du wieder mal Lust hast, sag einfach Bescheid. Ich dachte, ich müsste jetzt jeden Morgen ran. Nee, das hältst du doch gar nicht aus. Los jetzt, Rückmarsch. Nicht schlecht, Gladio. Hast mich fast so weit, es dir beweisen zu wollen. Aber nur fast. Hey, Kopf hoch, Kleiner. Hey, lass das. Beim nächsten Mal klappt's bestimmt. Ach ja? Ja, 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 ja. 20 FP halt. Wow. Ach ja, stimmt ja. Das hat er ja mit dem Kochen hier auch schon so viel gebracht. Ja, 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 ja. Wieso schlafen die eigentlich jetzt immer bis um 9 Uhr morgens? Das war letztes Mal auch schon so. Ja, natürlich klar, dass du immer weniger hast vom Tag. Ne? Warum mache ich mir das eigentlich so umständlich? Hier, bitte, zurück zum Regalia. Ja, bitte. Und es geht heute noch. Siehst du wohl. Ist ein bisschen schneller. So, jetzt wollen wir einsteigen. Wir wollen automatisch fahren zu dem Punkt. Erstmal. Lasst nichts liegen. Na, von dort aus kommen wir dann zu dem Turm dahin, wo wir hinwollen. Und dann mal schauen. Immer Musik wieder anschalten. Ja, das nehmen wir. So. Was wollten wir noch? Ach ja, ich kann ja jetzt nicht einfach so FP verteilen, was ich aber immer noch gerne machen wollen würde. Aber das Schöne ist jetzt, wir kommen jetzt hier endlich mal durch eine Passage durch, wo wir immer schon durch wollten, oder ich zumindest. Und können uns einen Keks freuen. Yay, Kekse! Yay! Um der Zeit muss ich halt auch noch gucken, wo andere Quests sind. Was? Das ist eigentlich ein Foto wert. Ja, dann Ogo. Fotografieren. Klar, nur zu. Okay. Fotoshooting am Kai. Kannst du dann bitte wenden? Ernsthaft, die wollen... Nein. Nicht dahin, wo ich befürchte, oder? Ja, okay, nicht ganz so weit am Kai. Na dann sehen wir uns mal um. Warum kommt Ihnen jetzt plötzlich die Idee? Ach ja, hier könnte man mal ein Foto machen. Naja, was soll's. So, einmal bitte Foto. Lasst uns hier ein Foto machen. Eine gute Wahl. Also los geht's. Und Knipser. Fotozeit. Ja, doch, doch. Das ist schön. Das kann man mal mitnehmen. Oh, großartig. Schön Gruppenfotos. Erinnerung. Und es gibt Erfahrungspunkte. Das ist immer schön.
So, jetzt aber. Automatisches Fahren, bitte fortsetzen. Neuer Tag, neues Glück. Sag mal, bitte wenden. Ja. Auf geht's. Wenden? Danke. Finde ich ja super, dass er manchmal auf mich hört. Aber wie gesagt, nur manchmal. Ja. Und dann mal gucken. Ja, ich muss halt dann sowieso noch mal gucken, wo wir dann noch andere Quests hier haben. Wir haben ja jetzt die eine oder andere Quest ja noch angenommen, weil ja irgendwelche Händler in Lestalum ja noch so die eine oder andere Quest hatten. Und ja, muss man mal schauen. Ich meine, wenn wir jetzt hier Dinos Quest schon mal zu Ende bringen können, das ist ja an sich auch nicht so verkehrt. Ja. Dann gibt es halt auf lange Sicht weniger Nebenquests, um die wir uns kümmern müssen wollen, was auch immer. Ne? Und das ist ja nicht so verkehrt. Auch wenn so unser Auto hier schon wieder verdreckt ist wie sonst was. Wir sind gar nicht so weit gefahren. Aber es ist dreckig wie sonst was. Ah, Sydney wieder ran. Prompto. Wieder ein Foto? Was gibt's? Du, Nockt? Sag doch mal. Nein, hab ich nicht. Hast du vielleicht Sonderwünsche für Fotos? Wie alles wie gehabt. Eigentlich nicht. Mach einfach weiter wie immer. Okay, ganz wie du wünschst. Ja, die Quest haben wir auch erst 5-mal gehabt. Die Frage. Schon wieder latschen. Ja, bitte. So, dann einmal hier kurz einen Schokobo rufen. Also dann? Aufsitzen und Ogo. Hui! Inzwischen kommen wir auch mit Chocobo über den Zaun. Das war ja am Anfang ja nicht so. So, das sieht aber interessant aus hier. Na, gibt's ja noch einen Dungeon. Auf jeden Fall gibt's ja Feinde. Ich reite voraus. Achso, ein paar von den 100 Füßler da. Hallo? Es ist tatsächlich ein Dungeon. Ich frage mich, wann es wohl erbaut wurde. Die Frage ist wohl eher, von wem? Das finde ich sehr, sehr hübsch. Ich mag solche Ruinen. Solche zerfallenen Ruinen, wo man immer noch so grob erkennen kann, wie es mal ausgesehen haben könnte. Oh Mann. Und da wollen wir jetzt rein? Das sieht nicht wie ein Eingang aus. Ist da, haben wir denn dafür jetzt gerade noch eine Quest bekommen? Nee. Was für eine Quest ist das? Welche Stufe? 55. Nein, da gehen wir erstmal nicht rein. Das ist erstmal zu viel. Guckt mal, wie tief das da runtergeht. Man sieht den Boden nicht. Oh. Ja, wir gehen da erstmal nicht rein. Okay. Einmal bitte zurück zum Regalia. Komme ich nicht. Müssen wir immer das Dungeon komplett verlassen. Da gehe ich definitiv so schnell erstmal nicht rein. Später ja, aber im Moment nein. Da müssen wir erst, ne, ein paar Level aufsteigen. Und nur so ein paar. Puh, hätte ich mir vielleicht im Vorfeld schon mal anschauen können, aber nein. So, automatisch fahren möchte ich. Weiß ich gar nicht. Schauen wir uns mal die anderen Quests an. Nehmen wir so eine schöne Level 10 Quest. Das ist das jetzt mal abgeben. Trübsal der Maid. Das ist im Waldgebiet. Muss ich mich dann dran erinnern, da ich dann vorzeitig da beim Parkplatz runtersteige. Zurück zu den Wurzeln ist dort. Das ist häufig in der Nähe. Das könnte man machen. Schöne Wurzel holen. Pech und Schwefel. Das ist da hinten, was wir, wo wir auch noch hinwollen. Metzgerträume ist da hinten. Das ist eine Jagd. Quest. Und eine neue Motorklinge. Ja gut, da müssen wir halt... Ah, da kriegen wir Ultima-Klinge. Das heißt, das ist dann schon eine sehr, 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 sehr gute Waffe. Da brauchen wir solide Drillhörner. Ich weiß nicht, wo ich die herkriege.
Aber schon krass, so in Anführungszeichen früh eine Ultima-Waffe zu bekommen.